Oh, der hat voll schöne Augen. Oh mein Gott, Berlin! Ein Traum geht in Erfüllung! Alle Hände hoch, alle aufstehen! Ich will da oben rein, mal sehen, wie ich's mach. Ich will ja gut sein, auch wenn's nicht immer klappt. Lauf durch die Straßen im Winter, verteil Schuhe und Brot. Mädels und Jungs, dieses Leben ist kein U-Bahnhof. Fahr mit nem eigenen Wagen über die CSD. Schmeiß Gummis in die Menge und schrei. Mach was du willst, auch wenn's keinen bewegt. Keiner versteht, womit ne Blotten und Brünetten in der Dreier-WG. Seh die ganzen Gangster auf der Suche nach Sinn. Millionen Einzelkämpfer wissen nicht mehr wohin. Am Ende des Tunnels sind all die Lichter gedimmt. Und dreht man wieder auf, machen die Lichter uns blind. Und warum sagen sie's uns nicht? Kommt einer vorbei, dann ertragen wir es nicht. Also mach ich mir einen schönen Abend, doch kann ich schlafen. Denn wieso auch stell ich mir diese eine Frage? Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll er sein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zum Teufel soll das sein? Ach Berlin, ist doch schon der Himmel hier. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll das sein? Egal, ich liege in dir nah. Ich liege in ihren Armen. Oh mein Gott, bin im Himmel, Berlin. Ihr macht mich einfach nur hart. Alle springen jetzt! Wer mal einen Materia Show gesehen hat, der weiß, dass er da von der ersten Sekunde an mitgerissen wird. Und das endet dann wirklich auch erst mit dem Verlassen des Konzertsaals sozusagen oder des Festivalgeländes. Ich kenne niemanden, also wirklich niemanden, der so in der Lage ist, ein Publikum mitzunehmen, mit denen wirklich so abzufeiern und sie so zu animieren, das zu tun, wofür man eigentlich auf ein Konzert geht, mich auszurasten. Martin hat halt einfach 10-mal so viel Energie wie ein normaler Mensch. Er ist einer der mit Abstand besten Entertainer, die ich kenne. Und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben. Er macht das von innen heraus, das merkst du. Ne? Also er tritt da nicht nur auf, um sein Geld zu verdienen. Der macht das wirklich aus dem Herzen heraus. Für mich ist Martin oder Materia ist ein wirklicher Superstar. Der beste Live-Act Deutschland, der Herbert Grönemeyer unserer Generation wahrscheinlich. Und der Typ, der mehr Feuer hat als alle anderen. Stoff, TNT und C4, Mr. Molotov, Helikopter, serviert. Mr. Lucifer hat mein Block abonniert. Ich drück den Knopf und dein Block explodiert. Wenn ich Stadt hinterlass, ich Krater, komm dazu. Wenn ich bei der NASA Mondraketen schatte, ich und du. Heiße Töchter und die Weißglut vom Vater. Auf meinen roten Short steht breit. Schub, schub der Boden, Butter, ich spucke mit Magma. Alle Frauen fangen Feuer, Typen, Bretter, dünne Butterbich. Blinke wie Vegas, hab ne Stimme wie Sinatra. Auf meinen roten Short steht breit. Feuerstarter. Ich will, dass alle Lichter angehen, das Licht in deiner Hand sehen. Auch alle, die am Rand stehen, lasst uns zusammenziehen. 4, 3, 2, 1, 2!
Ich reite ein, meine Schuhe sind von der Asche schwarz. Noch heute Abend sucht sich der Teufel neun nach. Ich bin Feuermelder, Präsident von allen Pyromanen. Kenne keine Grenzen und verbrenne alle Fahnen. Mister Leverman auf Babylon. Mein roter Avatar schubst Bock in den Vulkan. Schwarzer Rauch steigt auf aus dem Vatikan. Denn der Papst will mein Logo als Branding auf dem Arm, yeah! Ich will, dass alle Lichter angehen, das Licht in deiner Hand sehen. Auch alle, die am Rand stehen. Und auf der Tribüne! Lasst uns zusammen sehen. 4, 3, 2, alle setzen sich auf den Boden. Ist ja auch bestimmt nicht nass. So auf die Hocke. Ganz schnell runter, so schnell es geht. Und wir singen alle folgendes Lied zusammen. 20.000 Rostocker. Schalalalala. 20.000 Rostocker. Schalalalala. Schalalalala. 20.000 Rostocker. Mein Sohn Martin wurde am 4.12.1982 in Rostock geboren. Ich glaube, wir waren 5 oder 6 und das war bei Hansa Rostock beim Testtraining. Wir wollten beide unbedingt Fußball spielen. Und da haben wir es geschafft, bei einer Auswahl durchzukommen und beim besten Verein der Welt spielen zu dürfen. Da haben wir uns das erste Mal gesehen. Also ich glaube, ich wollte eigentlich so, seitdem ich denken konnte, wollte ich auf jeden Fall Fußballer werden. Das war so, also ich habe dann auch diese typischen Geschichten mit Ball jonglieren, unten aus der Tür einmal um den Block rum und der durfte nicht runterfallen und so. Das hat dann irgendwie ein Jahr gedauert, dann, wo ich es zum ersten Mal geschafft habe, war ich so der glücklichste Junge im Block. Also ich wollte eigentlich immer nur Fußball spielen und familiäre Situation war eigentlich auch total okay. Also ich kannte das ja nicht anders mit dem Job von meinem Vater, das darf man ja auch nicht vergessen, das Seefahrer war ja ein unfassbares Privileg im Osten. Also das war ja der Job, wo du reisen konntest, wo du dieses Reisegehen ausleben konntest. Afrika, jedes Land, auf Rede liegen, unterwegs sein in den ganzen Ländern. So. Und das konntest du ja nur als Seefahrer. Das war einer dieser wenigen Berufe. Und dann war das halt so, dass mein Vater nur ein, zwei Mal im Jahr da war. So. Und dann war das aber auch schön. So. Und, aber meine Mutter hat natürlich uns drei Kids dann so natürlich großgezogen, was sie super gemacht hat natürlich. Und eigentlich war das sehr friedlich. Also dieses typische, also als Kind war ja dieses ganze DDR-Ding ja auch total super. Also immer Ferienlager und immer Camping und so. Ja, ja, Fußball war ja auch sehr eintönig. Wenn du von 6 bis 14 haben wir, glaube ich, das erste Mal, sind wir zuerst das erste Mal zusammen aufgetreten oder 15. Aber bis dahin gab es halt einfach nur Fußball, Sport und die blöde Schule und ne, bescheuerte Weiber. Und er hat in Warnemünde mit einem Gabriel hat er zusammen gefreestylt. Die brauchten einen DJ, ich fand das halt interessant. Und da haben wir sozusagen angefangen, die ersten Aufnahmen zu machen, Auftritte. Und da habe ich aber gemerkt, okay, das interessiert mich. Und dann
Und ich, das ist so wie bei allen Dingen, die sich so, die sind wie so ein roter Faden durch durchs Leben. Dass man, wenn man was macht, dann macht man es richtig so. Das ist wie jetzt beim Angeln. Ich will ein guter Angler werden, also angle ich jeden Tag 10 Stunden so. Das ist so, ich will nicht irgendwie ein bisschen nur dabei sein. So, das ist so, ich habe mich dann einfach reingelesen, was bedeutet das alles, was ist die Historie, wo kommt das her, was macht man, was gehört dazu, was sind diese Elemente vom Hip-Hop. Und er ist, glaube ich, zu seiner Schwester einfach nach New York geflogen, weil die Au-pair war, und kam zurück und meinte, er wurde angesprochen für einen Modeljob und hat dann einfach gesagt, ja, fickt euch alle, ich werde jetzt Model. Der schwierigste Moment war, wo ich den Vertrag gelöst habe. Er war ja noch keine 18, er war ja 17, wo wir dort gesessen haben bei dem Nachwuchsmanager und er so aus Gag sagte, na Martin, ein paar Bilder können wir für dir ja auch machen, da musst du nicht extra nach New York ziehen. Das war so der allerschwierigste Moment, wirklich diesen Vertrag zu lösen, weil ich da wusste, jetzt ist es vorbei. Das war eben nicht so, dass ich das leidenschaftlich gemacht habe. Das habe ich nur aus dem Grund gemacht, um in New York leben zu können. Und um Texte schreiben zu können, und weil das ist ja nicht die Stadt gewesen, wo ich jetzt zum Model hingegangen bin. Ich bin da hingegangen, weil das die Stadt ist, wo Hip-Hop entstanden ist für mich. Und das ist das Mekka, das ist Mekka. Das ist die, da guckst du, das war ja Wahnsinn, da habe ich aus dem Fenster geguckt und habe ich habe in der Woche 3 Reimbücher vollgeschrieben, komplett vollgeschrieben. Damals, wo ich aus New York zurückgekommen bin, war halt die Underdog-Crew, das war halt die große Band in Rostock sozusagen, die halt auch ein paar Platten verkauft haben und so. Und da war ich Backup-Rapper. Das war dann geil, ich kam dann halt mit denen so ein bisschen auf Tour gehen, konnte so ein bisschen mit am Start sein. Ich habe immer irgendwo zugesehen, dass er gerade mit Gabe oder mit anderen Leuten immer noch den Kontakt hatte. Und dann war so ein Moment aber, wo wir da, ich weiß das noch, das war beim Italiener irgendwo in Kreuzberg, wo wir draußen gesessen haben und er eigentlich gesagt hat, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht weiter. Also er hatte wirklich kein Geld, wusste nicht, wie es weitergeht. Er sagt, naja klar, ich mach weiter Musik oder er schreibt Texte und geht auch mal ins Studio. Ich war über zwei Jahre arbeitslos, Hartz IV und nicht anders. Ne? Ich hatte halt voll kein, ich habe halt neben der Schauspielschule und sowas alles, das ging ja 3,5 Jahre, das habe ich ja abgeschlossen als Diplom-Schauspieler, bin aber miserabel. Dann nebenbei vorher noch gejobbt, habe gekellnert. Da habe ich auch angefangen, diese ganzen Musikleute krass zu hassen. Das waren so Partys, werde ich nie vergessen, war so Us Five. Die waren damals so eine Castingband. Ich glaube, die haben irgendwie Popstars oder so gewonnen. Yeah. Und der eine so, ey, hol mir jetzt einen Kai Perinha und so. Und das war auch der letzte Tag, da habe ich aufgehört und gedacht, okay, dieser Wichser, den zeige ich so. Konsole an, das Spiel kann beginnen. Dicke rote Backen, was ein niedliches Kind. Hängen noch fest am Nabel der Zeit. Das perfekte Kind, was immer schläft, niemals schreit. Ich brauch mehr mit, Mann, gib mich zum Mom. Fang an zu sprechen, mein erstes Wort, yo. Aufgewachsen in der DDR. Reiß die Mauern ein mit meinem Transformer. Bin ein Kind, was im Papa kaum sieht. Ziemlich schlau mit ner Schwäche für Mathematik. Und ob die mich für Hansa Rostock wohl nehmen. 2 Tage später schon Kapitän. Mag alles, was mein Bruder so macht. Hass alles, was meine Schwester so macht. Kurz Pause gedrückt, was zu essen gemacht. Dann ganz locker das nächste Level geschafft. Komm. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Ich komm auf die ganzen Bräute nicht klar. Ich geh nicht mehr zum Training, komm auf heute nicht klar. Ich hab mieses Zeug, es komm auf heute nicht klar. Bin verliebt, doch mein allerbester Freund macht sie klar. Eine Woche später ruft sie heimlich an. Fragt mich, ob sie vorbeikommen kann. Mein erstes Mal gleich ist es soweit. Es klingelt und sie hat noch ihre Freundin dabei. Ich schau ab, geh mit 18 nach Manhattan. Will nur feiern und vom Dach spring auf Tabletten. Denk ich bin ein Star, alles dreht sich um mich. Häng an der Bar, alles dreht sich um mich. Komm zurück und zieh nach Berlin. Was macht man ohne Abi? Schaff dich zu dir! Fast erstickt durch den Dreck dieser Stadt. Doch Mission erfüllt, Level geschafft. Komm! Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Seid so laut ihr könnt! In der Zukunft ist alles perfekt. Doch fast alle meine Leben sind weg. Nichts hat geklappt, weder Rappen noch Sportler. Na wenigstens hab ich einen fliegenden Corsa.
Ich bin der letzte Lemming, der nicht gefallen ist, der mit fünf Scheiben altem Brot am Teig sitzt. Roboter entfüttert, bin alter Mann. Das letzte Level bricht an. Und plötzlich steht er da, setzt sich nachts um zwei neben mich an die Bar. Nur Knochen in einem schwarzen Gewand. Stellt sich vor, reicht mir seine Hand. Keine Chance, ihm zu entkommen. Das Spiel ist vorbei, der letzte Drink ist umsonst. Doch es gibt nen Trick, ich werd ihn dir verraten. Werde Buddhist, ein ganz neuer Schatz. Alle Hände! Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Ich hab dann zwei Platten rausgebracht über Magnum 12. Das war das Halluzination-Album von Masimoto und dann das, das Bass Ventura-Album, das erste Materia-Album. 2007, glaube ich, kam das raus. Wobei Masimoto lief besser am Anfang, ne, als ja. Materia. Masimoto war cooler, Materia war einer von vielen. Man hat auch alles gefeatured und mit jedem und mit Kumpels und so. Das war dann, das war halt alles, das muss man auch machen, man muss so eine Platte haben als Hip-Hopper. So. Oder in dieser Rap-Welt, dass du erstmal viel so, so kollegial bist, so viel die Leute unterstützt, die in deinem Umfeld sind und so. Ist egal, ob der eine jetzt richtig perfekt rappen kann oder nicht. So. Das war so 2006, 2007. Genau, ne? Da kam die Platte raus, die war dann nicht so erfolgreich, aber es war okay, es war jetzt nicht gar nicht erfolgreich. Hatte auch an der Juice immer wichtig, 4,5 Kronen oder 4 Kronen oder so. Und dann kam ich halt in die ersten Gespräche. So, nach dieser Platte, komischerweise, waren dann ein paar Leute interessiert. Hab mich dann mit vielen getroffen. Oft war das einfach ein Besäufnis, so irgendwie. Und dann ging es nicht weiter. Und dann hatte ich aber Volker Mietke, der damals eher ein A&R Universal war. Hab mit dem mal gequatscht und der war total interessiert und fand die Mucke, die ich gemacht habe, irgendwie geil. Beides, auch Masi und Materia. Und dann ist er, wollte er mich sein. Und da war es wieder schon alles so kurz vorm, weil er dann bei Universal weggegangen ist. Ich so, fuck, was jetzt? Und dann ist er zu 4Music gegangen. Okay, ist ja nicht schlecht. Genau, und dann hat er mich zu 4Music geholt. Volker und ich kennen uns schon sehr lang. Und dadurch, dass ich die Krauts damals schon gemanagt habe, die das erste Albumformaten produziert haben, die Plattenfirma oder sagen wir mal, Volker zumindest in Materia schon Dinge sah, die der Rest der Welt noch nicht wirklich gesehen hat. Und der Meinung war, er braucht jetzt ein vernünftiges Management. Bei mir war es so, dass Klaus mich ansprach. Also Klaus und ich teilten uns ein Büro. Und Klaus, clever wie er ist, sich überlegt hat, so vielleicht wäre es ganz gut, da auch noch mit einem Partner zusammenzuarbeiten oder zwei. Und sprach mich halt an, wie ich der Materia finde. Und ich kannte Materia nicht. Und dann hat er mich irgendwann eingeladen auf eine Show. Und zwar hier in Berlin im Privatclub. Und meinte, ey, das wäre wirklich ausgefuchst. Also das wäre... Da kommt was Großes auf uns zu und ich musste mir das unbedingt angucken, damit wir dann später dann gemeinsam wirklich dann ernsthaft uns zusammensetzen können und man das nicht machen kann, das Management. Bin ich dann auch gerne gefolgt der Einladung. Es war ein legendärer Auftritt im Privatclub, keine Ahnung, 60, 80 Leute. Ich habe relativ 90. Über 90 waren da? Ja. Ich habe relativ weit hinten gestanden an der Bar, ist so der Klassiker. Und ich habe es nur gehört eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und es war grauenhaft. Dann habe ich mich dann aber eine Zeit lang gewehrt so dagegen. Er kam immer wieder und irgendwann meinte er, ja, aber warte mal ab, wenn du die ersten Sachen hörst. Die ersten Produktionen von den Krauts so für das Album Zum Glück in die Zukunft 1. Und ja, das hat er mir dann irgendwann auch gegeben. Und es war beim ersten Hören war es dann auch völlig klar, okay, da muss man dabei sein. Ja, und das Schöne war natürlich dann, dass ich dann durch diese Kontakte von Volker Mietke eben so geile... Weil der hat alle kannte so, kam ich halt mit den Krauts in Kontakt, weil auch die Nummer hatte von dem Monk. Die waren da gerade genau zu diesem Zeitpunkt, waren die halt, war gerade Stadtaffe, Peter Fox, das Ding. Die haben das produziert mit Pierre. Genau, ich war noch so in den letzten Zügen, wo die Platte so fertig wurde, kam ich dann dazu. Hab das so, was geht jetzt hier ab? Und dann war das, ist das so sehr wahnsinniger Erfolg geworden, dass jeder Mensch in Deutschland Peter Fox war, der König von Deutschland bezeichnet. Während der Schreibsession mit Pierre, also für Peter Fox, waren wir auch irgendwie sehr angetan von seinem Masimoto-Zeug schon. Und dann hatte ich auch gleich gedacht, ja, der Typ ist irgendwie interessant. Und dass dann der Kontakt irgendwie zustande kam, das war auf jeden Fall, dachte ich so, ja, das passt, das ist cool. Das ist gerade der Typ, der irgendwie, den wir gerade abfeiern. So, und die Krauts haben dann mit dir dein erstes wirklich fettes Album gemacht. Ja, genau, dass wir das überhaupt gemacht haben, war halt so geil. Dass sie hatten eine Newcomer, die kannten mich von irgendeinem Juice-Exclusive-Song, den sie geil fanden.
dass sie überhaupt das gemacht haben. Weil die hatten da den Stand, ja, die Türen offen, ja, so mit allen Produktionen, die großen. Da hat ja jeder angeklopft und wollte auf einmal mit denen. Und die kannten das ja auch nicht. Die waren ja jetzt keine Megastars vorher oder so. Für die hat das ja auch mit der Peter Fox-Platte erst so richtig angefangen. Dass die überhaupt gesagt haben, okay, mit dir machen wir das jetzt. Das ist ja schon mal, das war mein großes Glück. Und dass ich dann halt auch so ein freundschaftliches Verhältnis daraus entstanden ist. Ne, dann kam man zu uns ins Studio, auch ohne Entourage. Wir Rapper sonst gerne mit 8 anderen Leuten kommen, aber er kam alleine, das fand ich schon mal ganz angenehm. Und wir haben uns irgendwie gleich gut verstanden. Also es war auf jeden Fall, wir hatten gemerkt, wir haben musikalisch viele Schnittstellen, finden dieselben Sachen geil und das war irgendwie gleich, hat gleich gut funktioniert. Zick, zack, Zeit ist knapp. Du bist gehetzt, weil die Uhr dir Beine macht. Halt mich fest, seh nicht hin, wenn dir Sand durch die Finger rinnt. Tick, tack, Zeit ist knapp. Du fühlst dich jung, doch das Leben hat dich alt gemacht. Du merkst es jedes Jahr zu Silvester. Tut mir leid, du bist ein Teil der Jugend von gestern. Du siehst vor lauter Kerzen den Kuchen nicht mehr. Willst raus in die Natur und endlich Ruhe vor dem Lärm. Jetzt wohnst du im Reihenhaus, denn du bist willenlos. Die wilde Zeit vorbei, der Pümmel klein, die Brille groß. Es dauert schon, bis es vorbei ist. Doch man ist nicht so alt, wie man sich fühlt, sondern so alt, wie man alt ist. Wenn du jung bist, denkst du, dass du alles vor dir hast. Auf 20 folgt 30, auf 30 das, was dir Sorgen macht. Einmal durchatmen und du vergisst die Zeit. Einmal nicht aufgepasst da draußen und es ist vorbei. Denn jetzt vergeht das Leben im Sekundenschlag. Du zählst die Tage bis zur nächsten Rundenzahl. Du machst Diäten und gehst pumpen, doch die Zeit heilt keine Wunden, weil die Zeit sich vor die Hunde warf. Tick-Tack, Tick-Tack, Zeit ist knapp. Du bist gehetzt, weil die Uhr dir Beine macht. Halt mich fest, sieh dich hin, wenn dir Sand durch die Finger rinnt. Denn jeder Fluss fließt ins Meer. Lass los, kein Grund, dich zu wehren. Alles glitzert im Helllicht. Nimm die Welle mit, bis die Welle bricht. Wach auf aus deinem Winterschlaf. 10 Jahre bunt verpackt in den Wimpernschlag. Die Erfolge an der Wand im vergoldeten Rahmen. Plötzlich schiebt dich ein Zieh wie in einem Rollstuhl durch den Park. Wenn's so weit ist, dass deine Haut verschrumpelt, dein Körper übersät wird mit kleinen braunen Punkten. Mach dir keine Sorgen, auch wenn du planlos durch deinen Garten rennst, Gespenster siehst und deine Tochter Petra plötzlich Lara nennst. Genieß dein Leben, tanz zufrieden in dein Grab hinein. Und jede Oma in Berlin hat ein Arschgeweih. Ich weiß, du hast noch so viel vor, doch langsam hörst du dieses Ticken in deinem Ohr. Tick-Tack, Tick-Tack, Zeit ist knapp. Du bist gehetzt, weil die Uhr dir Beine macht. Halt dich fest, zieh dich hin, wenn dir Sand durch die Finger rinnt. Denn jeder Fluss fließt ins Meer. Lass los, kein Grund, dich zu wehren. Alles glitzert im Helllicht. Nimm die Welle mit, bis die Welle bricht. Berlin! Tick-Tack, Tick-Tack, Zeit ist knapp. Du bist gehetzt, weil die Uhr dir Beine macht. Nicht fest, zieh dich hin, wenn dir Sand durch die Finger rinnt. Denn jeder Fluss fließt ins Meer. Lass los, kein Grund, dich zu wehren. Alles glitzert im Helllicht. Nimm die Welle mit, bis die Welle bricht. Mach Lärm für Peter Fox! Ich habe Martin kennengelernt, da hat er gerade zu tun mit der Produktion des Zurück zum Glück in die Zukunft 1 Albums. Das muss 2009 gewesen sein. Da war bei den Krauts oben, da habe ich Rough Mixe gebastelt, da habe ich Martin kennengelernt. Kurze Zeit später hat mich der Manager von Martin angerufen und meinte, man sollte doch mal gucken, dass irgendwie Martin mit seiner Band und so, dass das alles ein bisschen geplanter vonstatten geht.
Und ich habe einfach den Laden so ein bisschen zusammengezurrt. Da ging es dann hauptsächlich darum, das, was produziert wurde von den Krauts, bestmöglich umzusetzen für live, dass also auch da Power rüberkommt. So, der erste Song, also der erste Song, den ich für die Platte gemacht habe, war Neue Nikes. Das war ein Song, der ist gar nicht auf die, der war gar nicht auf der Platte am Ende drauf. Den spielen wir heute noch live, geht ja riesen ab. Da haben wir damals in, beim ersten Auftritt, weiß ich, auf der ersten Materia and Band of Brothers, so hieß meine Band, die Band of Brothers Tour, da haben wir den noch in Casupaya in Berlin, das waren noch damals 115 verkaufte Tickets. Also es war schon das erste, wo wir dachten, okay, hey, 115 Leute. Das ist fett. Casupaya. Aber ich finde, so haben wir noch so riesen Plumps, ein Freund von mir, so riesen Nikes gebaut, also so eine so große Schuhe. Und waren dann so trottelig auf der Bühne, wie, also wie trottelig das aussah. Ich weiß nicht, ob es da noch Filmmaterial oder sowas gibt. Ich hab dem Teufel meine Seele verkauft, gegen ein paar neue Nikes eingetauscht. Ja, 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 finde ich auch, denn diese Schuhe haben den Haken einfach raus. Meine Nikes stellen deine in den Schatten, doch an meinen klebt Pech an den Hacken. Häuser stürzen ein, Straßen kriegen Risse, es regnet Frösche, es hagelt Blitze. Meine Schuhe sind kinderleicht, meine Schuhe machen indische Kinder reich. Meine Schuhe machen kindische Inder reich. Ist mir egal, es ist all egal, ich hab neue Nikes. Ich hab neue Nikes, Berlin. Denn keiner will durch die Hölle barfuß gehen. Doch irgendwer muss den bösen Part übernehmen, oder? Alle Schuhe hoch! Ziffer 666, Luziffer ist nicht gut, aber cool ist er. Die Luft brennt, alles schreit, doch die Nikes bleiben weiß, nicht ein Blutspritzer. Was soll ich euch noch sagen? Die paar Seuchen und Heuschrecken plagen, halten mich nicht ab, den Teufel zu tragen. Ich tu es, auch wenn's nur die Haut einer Kuh ist. Just do it, yeah! Wenn der Boden einbricht, fliegt der Feed in die Air. Der Preis hoch, doch der Deal ist fair. Die Reise lohnt, doch von oben sieht man mehr. Ich dreh den Mann im Mond in den Arsch, komm weiter als Michael, erober den Mars. Seh den Weltuntergang mit erhobenem Glas. Ihr seid mir egal, denn ich hab neue Nikes. Ich hab neue Nikes, yeah. Ja, ich hab neue Nikes, Berlin. Ich hab neue Nikes, oh. Der kleine Brühe durch die Hölle barfuß gehen. Ich hab neue Nikes, yeah. Doch irgendwer muss den bösen Part übernehmen. Meine Nikes weg, bin aus dem Vertrag wieder raus. Dem Teufel war kalt, er hat sie geklaut. Trag wieder Adidas, Reeboks und Gola. Doch meine Seele gehört. Vielen, vielen Dank. Was sowieso cool war, war, dass man gleich gemerkt hat, der ist jemand, der will sich auch produzieren lassen, beziehungsweise er will irgendwie Ratschläge haben und er will irgendwie Input von uns. Also jetzt nicht nur, okay, wir geben dir ein paar Beats und nehmen dich auf, sondern er war wirklich so, ey, also manchmal hast du ja irgendwie 80% von seinem Text erstmal zusammengestrichen und er war dann nicht beleidigt, sondern so, okay, alles klar, ich schreib's nochmal und ist gleich irgendwie nochmal so mit sich selbst in Klausur gegangen und hat dann gleich echt was anderes vorgelegt. Also das, ja, er war extrem kritikfähig, so, was echt, also bei vielen Rappern, glaube ich, das ist nicht so einfach. Das Treffen mit den Krauts war dann einfach so ein großer Umbruchpunkt, so, dass er, glaube ich, da so seine Familie gefunden hat und seine musikalischen Wegbegleiter. Und wir alle zusammen haben, ja, haben dann uns alles Mögliche ausgedacht, wie wir zusammen irgendwie geile Songs machen können. Also Martin ist ein Rapper, der halt neue Wege gehen will, der halt auch immer irgendwie in die Zukunft denkt, so wie auch sein Titel, ne? Und das war das, was uns alle auch antreibt, einfach irgendwie da vorne mitzumischen und was Neues, also nicht zu kopieren. Und jemanden zu treffen, der halt genau das Gleiche, diese gleichen Ambitionen hat wie wir, zu dem Zeitpunkt, dass dadurch ist das einfach entstanden, das hat einfach sehr gut gepasst. Ja, ich finde es auch gut, dass er auf jeden Fall immer so
er selbst ist. Also er versucht sich wirklich dieses berühmte authentisch sein, aber er braucht sich nicht verstellen oder tut es auch eigentlich wirklich nie in irgendeiner Situation. Also es ist so, wenn er halt jetzt gerne angelt, so, dann macht er auch einen Track übers Angeln. So. Also es ist so, es ist immer auf jeden Fall, hat es viel mit ihm zu tun, so die Musik. Und das merken ja die Leute, oder das merkt man, wenn man ihn hört und auch seine Texte hört. Das ist auf jeden Fall in keinster Weise irgendwas Aufgesetztes ist, was natürlich auch immer sehr angenehm ist. Alles verboten, leidenschaftlich Tofu essen, Opel treffen, er tat, ich stand auf Modemessen, Dieteltassen, Korthosen, Rollkragen, böse Onkels, Aufkleber auf Volkswagen, Tupac sagen, Wu-Tang tragen, Handytaschen, zur Hälfte Deutsch, zur Hälfte Englisch Quatsch, anyway. Fahrradhelm, sagte Leoparden, fällt kleine gelbe Smileys, I-L-G-H-T-L. Allein in der Kneipe trinken, Laptop im Café, die Sims scheiße finden, Eisbaden, bei Bruce Willis einschlafen, so tun, als würde man Ahnung von Wein haben, Hawaii-Hemden, Flipflops mit weißen Socken, Karaoke-Bars im Zug, an die Scheiben klopfen, Gartenzwerge, Teich voller Koi-Karpfen, Bob Marley-Poster, Feuerzeug in Reggae-Farben. Alles verboten, trotzdem machen. Das alles ist verboten, man, du musst es halt doch machen. Alles verboten, trotzdem machen. Alle Hip-Hop-Hände hoch. Wie das aussieht und fast vor Berlin. Schwänzen für die Tattoo-Convention, mit Blumenkränzen bei Goofies dazu zu setzen. Batterien stehlen aus Alarmanlagen, Festival-Männchen von vor Jahren an den Armen tragen. Kino laut, jede Zeitungen auf, bin aus vor dem Lauf, bin auf Sandbogen drauf. Treten sich von Mutti Pimmel zu jung, trotzdem Zeitreise, Quatsch, los doch immer zu gucken. Außer dem Kragen nur Polo tragen, Ärger für Promostadt, Anglizismen nutzen. Na Homo sagen! Gerüchte zu streuen, politisches Gespräch in der WG-Küche zu neun. Generell WGs, Hippie-Tun, neonfarbene Kappen und Hello Kitty-Uhr. Das Allerschlimmste neben Emo-Kids und Indie-Beat. Immer noch die mächtigen Rapper deppen in Skinny. Alle Hände hoch! Alle drehen am Rad! Berlin, spring! Alles verboten! Alles ist verboten, Mann, du musst es einfach machen. Alles verboten, trotzdem machen. Das alles ist verboten, Mann, du musst es einfach machen. War ja dann das die Aufgabe zum Glück in die Zukunft. So, es gab den Namen aber noch nicht. Es gab einfach so meine erste Major, man sagt ja Major, wenn du bei so einem, bei einem richtigen Plattenlabel bist. Nicht bei einem kleinen Indie-Label, sondern bei einem Major bist. Und daran haben wir dann gesessen. Da hat es aber nicht funktioniert. Ohne Doppler war das irgendwie auch scheiße, denn meine Stimme, die ganzen Rapper habe ich mit total Selbstzweifel hatte. Ich, so, wie, ich kann das gar nicht schaffen, weil alle Rapper, die cool sind, haben so eine aggressive, dolle, hohe Stimme. Sido, Eminem oder so, die sind alle so da, du kannst viel aggressiver rappen und ich bin ja eher so da. So, und das war dann so, oh fuck, wie sollst du das schaffen und so. Und dann nicht das krasse Image am Start, sondern nur die Geschichte, die ich habe, war mein Image. Also das mit dem Fußball, das Model, bla, diese Sache
das ist natürlich interessant für so Medien und so. Ja, na klar. Oder Interviews. Ja. Aber es ist kein Image. Nicht der eine, der eine Schussverletzung hat, also jetzt übertrieben. Oder der irgendwie totaler Emo ist oder so. Wie damals das mit Casper war. So. Wo Casper wurde dann so in diese andere Welt reingedrückt. So dieses Gegenbeispiel, auf einmal mega Fans und so hatte. Aber eher so auch über Emotionalität und so kam. Das gab es bei mir nicht. Ich war einfach so ein ganz normaler Junge eigentlich. Fußballer so. Und und dann haben wir ewig an dieser Platte gesessen und ewig gemacht. Und Hip-Hop war da gerade wieder in der richtigen Scheißphase. Das war nach diesem ganzen Hoch, was es gab, auch mit Agro-Berlin da und so, wo die auf einmal dieses Street-Ding und so und davor dieses ganze Sammy und Beginner und dieses ganze Kolchose, was aus Stuttgart kam und so. Das war alles auf einmal vorbei. Es wurde nichts verkauft, es wurde nichts in den Radios gespielt, gar nichts so. Und genau da kam ich mit einer Hip-Hop-Platte. Alle Zahlen von überall gingen runter. So. Und dann saß ich da, weiß ich noch, bei Ford, da gab es noch den damaligen Produktmanager und dann so, ja, Hip-Hop, 10.000 verkauft ihr maximal, 15.000 und so. Und wir saßen da so anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre in dem Album und waren so, ey, danke, weißt du? Du bist dann total ausgerastet und meintest, es muss mindestens 300.000 verkaufen. Ja, auf jeden Fall. So, das war geil. Dafür treten wir doch gar nicht an. So, vor allem mit so einer Einstellung, das Label. 30.000? Nee. 100.000 auf jeden Fall. Und wir haben es geschafft. Ich bin so schön verstrahlt. Ich heb ab zum Mars. 10.000 Grad. 10.000 Farben. Bin so schön verstrahlt. Ich denk nicht mehr nach. Brauch keinen Schlaf. Brauch keinen Plan. Ich bin so schön verstrahlt. Neben dir wird die Sonne schwarz. Alle Hände hoch, liebste Wuhlheide! Sie hat das Sagen, yeah. Zieht den Karren aus dem Dreck, alles ist perfekt. Alle Windmühlen sind wie weggeblasen. Ein großer Fisch braucht einen großen Teich. Sie hat mich befreit, da mein Aquarium war zu klein. Sie ist am Strahlen, sie hält mich tagelang wach. Steig in mein Solarwagen und fahr durch die Nacht. All die anderen wollen mich vor ihr bewahren. Und alles, was sie sagen, ist wahr. Ich bin so schön verstrahlt. Ich heb ab zum Mars. 10.000 Grad, 10.000 Farben. Bin so schön verstrahlt. Ich denk nicht mehr nach. Brauch keinen Schlaf. Brauch keinen Plan. Ich bin so schön verstrahlt. So schön. Neben dir wird die Sonne schwarz. So schön verstrahlt. Seid so laut ihr könnt für Gunny! Deine Schönheit ist so gnadenlos. Seh wie alles neben dir verweht. Und alle sind sie gegen uns. Doch ich weiß, dass du zu mir hältst. Klar, mit als Lars auch die neue Platte gehört hat, zum Glück in Zukunft 1, der erste Teil, da war mir klar, so, das ist
mehr als Hip-Hop, so wie es Stefan Zillus, damaliger Chefredakteur der Juice, gesagt hat. Und da war klar so, der wird seinen Weg jetzt gehen. Und ich habe ihn ja jahrelang begleitet, auch mal live, mit einem alten lila Ford Fiesta sind wir mal losgefahren, zu zweit und zu dritt. Da war das noch nicht vorhersehbar. Aber dann mit zum Glück in die Zukunft war es eigentlich klar, das wird funktionieren. Nach all diesen Jahren hatte ich wieder was, so, worin ich gut bin und was funktioniert hat. So. Es hat viele Leute erreicht und es hat dafür gesorgt, dass es eben diese anderen Sachen auch gibt. Dass es eben, dass die Leute eine Alternative hatten zu der krassen, ich stech deine Mutter ab oder so, genau. Weißt du? Ja. Das war immer wichtig, so, dass Hip-Hop nicht dafür steht, doof zu sein und bescheuert zu sein und so. Weißt du, das ist so, das ist es auch nicht. Hip-Hop hat, ja. Da brauchst du, musst einfach, das ist wichtig, da musst du deinen Kopf anstellen, du musst nachdenken, du musst inhaltsstark irgendwie sein und das hat irgendwie schön, dass es irgendwie geklappt hat, so, dass die Welt in dieser Zeit das angenommen hat oder in diesem Land das möglich war. Überall fährst du dann hin, auf einmal waren die Leute da, haben wir erst eine kleine Tour, auf einmal war die Tour restlos ausverkauft, es waren 300er bis 500er Läden. Und auf einmal hatten wir dann die ersten 1000er schon. Das war immer so der Traum, dass man so mal vor 1000 Leuten oder so spielt. Das war eigentlich so das große Ding. So, der Song ist für die Damen heute Abend. Alle Typen nehmen ihre Weiber auf die Schultern, denn der Song ist für sie, okay? Materia, du bist mein Uptown Girl. Du allein bringst mein Eisfach zum Abtauen, Girl. Kaufst Unterwäsche, ziehst nie welche an. Schenkst mir ein Lächeln und ich flieg an die Wand. Du bist brillant, du bist Eis am Stil. Kleine brauchst kein Bling, Bling, Blings von allein. Und ich bin dein blinder Hund an der Leine. Glaub dir alles, deine Lügen haben lange Beine. Überall Lippenstifte auf dreckigen Tassen. Doch nichts ist dreckiger als deine dreckige Lache. Trinken den Gin aus der Flasche, bin dein Genie in der Waffe. Du hast drei Wünsche frei, wünsch dir dreimal meine Platte. Spur ist vor bei Liebesszenen. Hast Feuchtgebiete nie gelesen. Du bist schön. Wir gehen aus nach dem Essen, bist du satt, nimmst beim Fahrstuhl fahren ab. Denn du bist mein Materia Girl. Stop. Jetzt nur die Männer, alle Jungs, komm! Alle zusammen jetzt! Ganz stark. So, Jungs, könnt die Mädels wieder runternehmen. Materia Girls gibt's auf der ganzen Welt, auch in Brasilien, aus Sao Paulo. Macht Lärm für Odara Soul.
Sascha, Martin und ich haben zur selben Zeit mit den Krauts unsere Soloalben produziert. Die Krauts sind zu dritt, aber sie können sich ja nicht halbieren oder dritteln jeweils, damit alle immer überall sind. So, und kamen nicht so richtig hinterher mit den einzelnen Alben. Wir standen irgendwie denen auf den Füßen und waren so, ey, wann bin ich wieder dran, wann machen wir weiter? Und es war dann echt immer so, mal der, mal der, mal der. Wir haben auch viele Sachen zusammen gemacht, wir haben auch immer zusammen geschrieben. Aber es waren eben drei unterschiedliche Soloalben. Und dadurch, dass es so lange gedauert hat, wurden wir echt ungeduldig. Und dann kam eben diese Idee, lass doch mal was zusammen machen. Lass doch mal diesen Moment jetzt festhalten. Wir arbeiten sowieso die ganze Zeit zusammen. Warum machen wir nicht ein Projekt, wo wir alle drei singen? Die Krauts produzieren das und dann gucken wir mal, was passiert. Und wir haben uns echt eingeschlossen im Studio und haben geschrieben, haben eingesungen, gerappt, haben alle zusammen alles gemacht. Und das ist dabei rausgekommen. Und ich glaube, man spürt einfach so diesen Spirit, den wir hatten, dass wir voll Bock hatten. Wir wollten raus, wir wollten was veröffentlichen, das war ganz wichtig. Haben auch tatsächlich sehr viel gefeiert im Studio und das hört man auch, ja. Gerade in der Konstellation, dadurch, dass wir das so geöffnet haben und einfach zu siebt waren wir, glaube ich, die daran geschrieben haben erstmal. Und das war ja auch noch José war ja dabei, Kizimios, von dem ist ja auch ein großer Teil von Lila Wolken jetzt von dem Playback. Und da haben wir einfach so drauf losgemacht und dann war der Song einfach dabei, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt die erste Single und dann ging es total ab. Das war natürlich auch irgendwie ist auch immer ein bisschen Glück dabei. War auf jeden Fall ein Lotterieding, ne? Mit so einem Song ist es immer so, dass man nie weiß, ob da was draus entsteht, wo jeder sagt, oh, das ist es irgendwie. Aber ich glaube, es hat zu der Zeit dieses Berlin-Ding halt auch ganz gut widergespiegelt. Und das konnten, glaube ich, viele Leute irgendwie nachvollziehen, weil sie dieses Gefühl kennen, ob es jetzt irgendwie morgens aus dem Club gehen ist und so das Gefühl zu haben, ist es cool, dass jetzt die Sonne aufgeht, ist auch etwas, was in Berlin halt auch öfter passiert ist, auch in unseren Umfeld. Und ich glaube, deswegen hat der so ein bisschen so die Zeit getroffen. 30 Grad, ich kühl mein Kopf ab. Fensterglas, such den Zeitlupenknopf. Wir leben immer schneller, feiern zu hart. Wir treffen die Freunde und vergessen unseren Tag. Wollen kein Stress, keinen Druck, nehmen zu, noch einen Schluck von Gin Tonic, gucken diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck da oben, steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Reiß ihn uns und allen Fäden ab. Und ignorant stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus Plänen und Träumen. Jeden Tag neu, bisschen Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen, wollen mehr sein als nur ein Moment. Yeah, kommen wir nicht mit großen Namen, die du kennst. Wir trinken auf Verlierer, lassen Pappbecher vergolden. Feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Komm! Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass es schlafen, komm, wir heben ab. Einen unfassbaren Berlin-Applaus für Hanifa! Du auch nicht schlafen, machst du auch kein Auge zu. Lass uns gemeinsam warten, ich fühl mich genau wie du. Und jetzt sing alle! Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht.
warum gibt es Masimoto? Also warum diesen kleinen, grünen, bekifften, gepitchten Kerl, der ja auch ganz irrsinnig tiefe Sachen von sich gibt, ne? Also ja, am mega. Anfang, ja, klar, aber so der erste Eindruck ist ja gewesen, zumindest bei mir, das ist jetzt irgendwie ein Typ, der ist auf Dope hängen geblieben, ne? Und pitcht genau das so ist es Zeug. Auch. Genau. Wenn du dann mal die zweite Zeile noch anhörst, dann stellst du fest, wow, das hat Tiefe, ne? Das ist eigentlich richtig, Masi, Kram ist eigentlich richtig ausgecheckt. Ja. Deswegen ist es, also das ist natürlich, da ist der doppelte Boden, den es bei Materia gibt, der ist da nochmal dreifach. Hm. Masi macht einfach unfassbar viel Spaß, weil das in der Produktion eben so anders ist. Weil das nicht dieses ewig lange dran produzieren, bis alles tight ist, was auch mega Spaß macht. Also wenn man in dieser Materia-Phase ist, macht das mega Bock, einfach ein geiles Classic-Album so rauszuballern. Und bei Masi ist das ja diese kurze Zeit mit seinen Freunden, Weed und einfach die Quatsch aufschreiben und da irgendwie und daraus sich irgendwie Sachen zu reimen, die einfach so eine Inhaltstiefe haben. Ob die jetzt totaler Blödsinn ist oder totaler Schwachsinn ist oder so. Ist total egal in dem Moment. Es ist einfach nur Spaß und Freude. So, Masi ist nichts anderes als so ein Free-Jazz-Projekt. So, was aber auch eine eigene Karriere hat und auch erfolgreich funktioniert. Guck mich
an, ich bin dein Vater. Unverkäuflich, unbezahlbar. Da Vinci, Queen Berlin, Kamina Burana. Los, alle runter auf die Knie. Ihr wolltet einen Gott, jetzt oder nie. Alle malen sich grüne Farbe ins Gesicht. Verdreckt, verwahrlost, schlagen sich für mich. Wir ziehen los, erobern jede Stadt, klettern hoch auf den Mast, grüne Fahnen auf dein Palast. Alles wird jetzt neu gebaut. Endlich werden wieder Joints geraucht. Ich tauche in euren Träumen auf, nehm die Verfolgung um. Ich bin dein Vater. Guck mich an, ich bin dein Vater. Green Berlin, macht Lärm für euren Vater. Stop, stop. Guck mich an, ich bin dein Papa. Weed, weed, der Macker. Berlin ist ja green, 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 motherfucker. Danke, Stefan. Man muss auch mal Danke sagen. Sag Danke zum Arzt, wenn du da liegst im Krankenwagen. Wenn einer nichts hat, du hast Pommes frites. Gib mal was ab, das Auge hungert mit. Wir ziehen los, Pilgerstätte Green Berlin. Dein alter Superheldenumhang endet im Kamin. Alles wird jetzt neu gewagt. Endlich werden wieder Joints geraucht. Ich tauche in deinen Träumen auf, nehm die Verfolgung auf. Ich bin dein Vater. Guck mich an, ich bin dein Vater. Macht Lärm für euren Vater. Guck mich an, ich bin dein Vater. Masi ist noch mehr, ich zeige, ich bin in einer Bewegung. So, das ist das, was man nach außen hin zeigt. Ich bin Masianer, ich bin Teil davon. Und da gibt es richtig viele Weiber, die Bock hätten, mal mit Masi was zu starten. Aber Masi ist ja sexuell nicht so richtig interessiert. Weil er ja, Lagerfeld, ja. Ja, er ist ja so vom Mars einfach. Da gibt es mehr Brüste, da gibt es 6 Brüste. Was soll er hier auf der Erde? In seinen Schuhen, der dumme Nazi hat heute nichts zu tun. Er wird geschlagen und bespuckt in Friedrichshain. Er ist allein, seine Freunde sind im Heim. Er mag kein Döner, mag keine Farben. Es gibt selbst keine Nazis mehr in Lichtenhagen. Überall Narben, doch er ist in der NPD. Er denkt, dass er diesen Weg bis zum Ende ging. Ich sitz mit meinem Stick in nem Park. Er kommt zu mir rüber, obwohl er mich nicht mag. Er fragt: Darf ich einmal ziehen? Ich sag, na klar, Mann, wir sind hier in Berlin! Er setzt an, er zieht und er zieht. Wie heißt das Zeug? Verdammt, das nennt man Weed! Er hat ein Gefühl, was er vorher noch nicht hatte. Und morgen kauft er sich seine erste Reggae-Platte. Der Nazi und das Gras. Wir fliegen, wir haben Spaß. Es ist der Nazi und das Gras. Spaß, 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 Gras. Yeah. Habt ihr Bock auf einen Döner? Legt das Brot in das Papier. Von dir. Ich halt's nicht länger aus. Ich steh nicht in der Schlange, nein, weil ich nicht warte. Bei meinem Homie Erkan in der Boxhagener Straße. Er erlegt das Tier, nun steht es sich am Spieß. Kennt ihr diesen Hunger nach Stunden voller Weed? Ich sag 2 Döner, ein für mich und ein für mich. Egal, ich nehm 3, der dritte ist für mich. Es schneidet klein. Ah, was soll ich?
sieben Krauttomaten, mach alle Soßen rein. Hier 6 Euro, ach ma, die sind geschenkt. Schau, er kann, ich will nur noch allein sein. Ach Leute, esst weiter euer Eisbein. Ich halt's nicht aus, schon 3:45. Da kommt er raus, der Döner in mir. Der Döner in mir. Masimoto Kufa! Green Berlin! Masimoto Kufa!
Zum Glück in die Zukunft 2. Ja. War das schon relativ schnell klar nach dem Erfolg von Zum Glück in die Zukunft? Also das wusste ich von Anfang an, dass ich jetzt machen will. Das ja. hat ja auch was hier mit unserem Auto, mit dem DeLorean zu tun oder mit dieser ganzen Tradition, dass es Teil 1 und Teil 2 gibt. Deswegen war das klar, dass es so ein Doppelalbum wird. Und das mag man auch. Also man ist dann auch in einem Thema. Es geht ja dann auch um diese ganzen persönlichen Themen auf diesen beiden Platten. Also viel so, es ging um Louis, mein Sohn. Es ging um so ein bisschen so nachdenken, reflektieren von so diesen ganzen Ereignissen und dafür irgendwie immer einen richtigen Song zu finden. Es gibt so Verwandtschaftssongs, es gibt mehrere, aber man braucht das eine nicht für das andere. Es ist schön, wenn man beides gehört hat oder beides hintereinander hört, dann ist es, macht das alles total den Sinn. So. Ja. Aber die Platte, die sollte ja trotzdem anders sein, weil das ist ja sehr wichtig bei all den Platten, auch jetzt, was in Zukunft kommt, so, dass du halt einfach immer eine eigene Farbe, das ist ja auch das Schwierige an der Musik, eine eigene Farbe zu finden, eine eigene Platte, wie soll sie klingen, was soll sie thematisieren und so. Sie muss, du kannst dich vom Soundbild, glaube ich, in der heutigen Zeit, wenn du dich da immer wiederholst, dann wird das schnell so, so. Und diese Platte war ja dieses Bild, also sie hatte, das haben wir von Anfang an gewusst, sie hatte, wir hatten Hits. Einen guten Hit zu machen ist das Schwierigste, was es gibt. So. Ein gutes Album zu machen ist längst nicht so schwierig. Du kannst deine Songs beackern, du kannst deine Themenfelder beackern, du kannst deep sein, du kannst so. Aber einen guten Hit zu machen, der wirklich am Start ist, das ist einfach schwer. So. Und das ist das Schwerste. Und alle, die was anderes erzählen, erzählen Scheiße. So. Du kannst aber auch natürlich die einfachen Hits nehmen, indem du einfach irgendwie den gerade angesagtesten Typen oder die angesagteste Sängerin nimmst, mit dem irgendwas machst. Dann hast du auch einen Hit so. Aber das habe ich halt auch nicht gemacht, weil es ist langweilig einfach. Ich finde es immer gut, wenn man das in der Crew so schafft oder selbstständig schafft. Ja. Alarm, Job, ich hab Langeweile, keiner hat mehr Bock auf, kiff uns auf dem Feier, so ist das hier im Block. Tag, ein Tag, außer Pizza, Finger am Kopf und mach weg. Alle spielen jetzt Golf, jeder fährt Passat. Keiner tätowiert sich, Wu-Tang auf dem Arsch. Keiner tanzt beim Moonwalk, seit Michael Jackson starb. Alle auf Salat, keiner mehr verschreit. Jeder macht Diät, niemand isst mehr Fleisch. Niemand hat einen Trichter, alle saufen Wein. In der guten alten Zeit waren alle Donnerstag schon breit. Hieß es auf dem Sofa, raucht das ganze Zeug allein. Alle sind jetzt treu, niemand geht mehr raus. Keiner kämpft mehr bis zum Endboss, alle geben auf. Jeder geht jetzt joggen, redet über seinen Bauch. Bevor die lila Wolken kommen, sind alle längst zu Haus. So ist das hier im Block. Glücklich Zweiter, keiner mehr Verlierer. Keiner geht mehr klauen, freundlich zum Kassierer. Alle ziehen aufs Land, in die große Stadt nie wieder. Silbernes Besteck. Alle mähen Rasen, putzen ihre Fenster. Jeder ist jetzt Zahnarzt, keiner ist mehr Gangster. Keiner fälscht mehr Stempel, alle gehen schwimmen. Jeder steht jetzt auf der Liste, niemand geht mehr hin. Keiner will mehr ballern, treffen um zu reden. Keiner macht mehr Malle, alle fahren nach Schweden. Jeder liebt die Bayern, vorm Essen beten. Leben kleine Träume, verbrennen die großen Pläne, komm! Alle am Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf, kippen uns auf dem Feuer. Ja, so ist das hier im Block. Ganz stark! Singt so laut ihr könnt! Randale und Krawall, die Zeiten sind längst vorbei. Wo sind meine Leute hin? Die waren früher überall. Was all die anderen Staaten, sieht wie eine Landung aus. Und die Welt, sie dreht sich weiter. Ich bin ganz so laut. Bang, 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 bang. Alle am Job. Ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf. Gib uns auf dem Feier. Ja, so ist das hier im Block. Tag, außer mir zwei Finger im Kopf und mach. Bang, 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 bang. Alle am Job. Hey. Ich hab Langeweile. Ho. Keiner hat mehr Bock auf. Gib uns auf dem Feier. Ja, so ist das hier im Block. Tag, ein Tag, außer mir zwei Finger im Kopf und mach. Bang, 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 bang.
Mein Name ist Paul Ripke, normalerweise mache ich Fotos, aber bei der Materia Crew renne ich immer mal wieder auf die Bühne und rappe auf Kurpfälzisch. Eine Hommage an die Stieber Twins. Was jetzt? Was los? Security? Security? Aha, ja. Soll das? Berlin, habt ihr eure Handys am Start? Ihr seht richtig, ich bin's, der WM-Fotograf Paul Ripke. Der Wuhlheide-Zerstörer, flink wie ein Wiesel, stahlharter Körper. Seismografen können mich nicht messen, meine Frau ist ne CD, zweimal musste sie pressen. Goldenes Herz, gesegnet vom Glück. Ich schmeiß kein Bumerang, nix kommt zurück. Paul Ripke, klick, 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 du stehst im Blitzlicht. P steht für Power, R steht für richtig. Geh an die Bar, bestell Shots, mexikanisch. 6,90 Euro, ich schuld dir gar nix. Nenn mich Jan die Lady, ich bin large. Deutschraps Rettung ist ein Fotograf. Chillin' with my dog, chillin', chillin' with my dog, chillin' with my dog, chillin', chillin' with my dog, chillin' with my dog, chillin', chillin' with my dog, chillin' with my dog, chillin', chillin' with my dog. War das dein Ernst jetzt? Was? Das war ja nicht dein Ernst, oder? Ich habe Materia an der Bar kennengelernt. Ich habe irgendwann mal einen Song von ihm benutzt, da war ich riesen Fan von Keine ist. Und er hat das irgendwie gesehen und auf MySpace gepostet. Das war damals das angesagte Jugendnetzwerk. Und da haben wir uns beim Splash an der Bar getroffen, 817 Jägermeister gemeinsam getrunken und dann Zungenkuss in den Morgenstunden. Und es wurde ewige Liebe auf den ersten Blick quasi. Nach dem Besäufnis beim Splash kam dann irgendwann das Album Zum Glück in die Zukunft 1 raus und da hat sich Martin gewünscht, dass ich die Fotos mache und dann sind wir in die Wüste von Murcia gefahren, haben dort die Musik gehört und haben irgendwo sind wir angehalten, haben ein Foto gemacht, es gab so einen Polygonkopf, den wir mitgenommen haben und die Fotos wurden dann Cover und Artwork und Pressefotos und ehrlich gesagt ist er ja ein sehr, sehr, sehr hübscher Typ und sehr einfach zu fotografieren, weil er als Model gearbeitet hat früher und deswegen war das für mich, ich musste da nur abdrücken. Ich hatte Glück, so gutes genetisches Material vorgelegt zu bekommen. Ich glaube, dass wir dann durch diese Reise ein bisschen gemerkt haben, dass wir beide sehr gerne reisen und ab da sehr viel Länderpunkte gesammelt haben, was so unser interner Wettkampf ist, wer mehr Länder bereist hat. Ich als Westdeutscher habe einen kleinen Vorsprung aus meiner Jugend, aber trotzdem kommt er immer näher. Und auf jeden Fall, damit der Abstand aber immer gleich bleibt, versuchen wir zusammen immer zu reisen. Und wir haben, ich glaube, inzwischen fast 30 Länder zusammen bereist, vom Nahen Osten über dann eben irgendwann die große Weltreise, Zum Glück in die Zukunft 2. Am Ende zwei Trottel, die irgendwie der Meinung sind, da könnte man irgendwas Cooles machen. Und die größte Entscheidung vom Management und vom Label, das zuzulassen. Also das war, glaube ich, das größte Wunder, dass die gesagt haben, ja, mach doch mal. Weil das war wirklich eine trottelige Präsentation, die ich dann so zusammengebaut habe. Aber die haben uns das Vertrauen geschenkt. Ich glaube, wir haben es dann auch zurückgegeben. Wir haben dann überall ein Video gemacht, ein Foto gemacht, ein Cover fotografiert und kleine Clips und ein großes Video, Welt der Wunder auf einer Weltreise. Und der größte Moment meines Lebens bis dahin, mit seinem besten Freund einmal um die Welt zu reisen und dort überall was produzieren zu können in Video und Ton. Das ganze System dieser Platte war ja sozusagen, wir sind auf der Welt unterwegs und überall gibt es ein kleines Video, wo ein Song angeteased wird. Auf Atacama-Wüste, Chile, Nepal, auf Mount Enlukla, Mount Everest-Gebiet. Wo waren wir noch? In Bangkok, in Brasilien, in den Favelas, in Rocinha, in tausend Orte. Also jetzt mal ganz kurz einschneiden, der Alaska-Flug, kurz die Gletscher, 2 Sekunden. So. Wieder weg. Ich meine, du trägst... Ganz kurz, verrückte Hund in Chile. So ein Video wie bengalische Tiger, was in Westbank gedreht wurde. Ne? Also das ist also palästinensisches Gebiet sozusagen, wo man nicht einfach ein Bengalo zünden kann, wo es aber gezündet wurde. Fäuste hoch, alle! Flutlicht brennt, Stempel drauf. Hooligans! Hören Bob Marley, cool, alte Gang, bring die Boombox auf. Wir müssen raus hier, was uns auffrisst, im Bus laut ist, im Blaulicht getränkte Kulisse. Ich brauch dich, rausch dich in die knallroten Augen.
sind wie Hunde, rennen alles über den Haufen und schon stellen sie sich auf. Wenn man nichts im Kopf hat, wozu werden Helme gebraucht? Sehen, es wird hell durch den Staub, diese Welt ist so laut, es war Boom und die Hälfte wird taub. Seh vor mir nur eine Horde Zebras, bin resistent gegen Tränengas, Steine regnen, sie werfen mit Wasser. Jeder Kopf kontrolliert von einem Bastard. Jetzt wird Goethe zitiert, also Faust hoch. Sao Paulo, Paris, jetzt brennen wieder Autos. Leben von der Nacht in den Tag, nicht nur unsere Schatten sind schwarz. Und ich stell mich unter das rote Licht, gib mir Schutz in meiner Hand, Pyro. Und ich stell mich unter das rote Licht, gib mir Schutz in meiner Hand, Pyro. Wenn die da oben versagen, wenn ihr los wird, die Luft wird zum Atmen. Lasst uns auf den Straßen nieder und uns unsere Straßen nieder. Tätowieren uns Tier, das zu uns passt. Veganische Tiger. Lassen uns auf den Straßen nieder. Ja, wir holen uns unsere Straßen wieder. Tätowieren uns Tier, das zu uns passt. Veganische Tiger. Von wegen Spaß oder Lust, sie ziehen unsere unaussprechbaren Namen in den Schmutz. Keine Arbeit und Frust, seid keine Maler, nur weil ihr die Wahrheit vertuscht. Eure Barrikaden sind Luft, Laden, Signal, Farben, warten, 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 warten. Schuss! Die Straße versinkt. Sind die Zeugen Mandelas, Zeugen Martin Luther King. Käfige auf, lasst weiße Tauben fliegen. Evolution wird mit Tibet, Stuttgart, Istanbul, Kairo. Wut in dein Blut, klettert dein Hals hoch und dein Kopf explodiert. Wir feiern ein Fest, weil ein Opfer regiert. Jetzt wird Goethe zitiert, also Faust hoch. London, Berlin, jetzt brennen wieder Autos. Leben von der Nacht in den Tag, nicht nur unsere Schatten sind schwarz. Und ich stell mich unter das rote Licht, gib mir Schutz in meiner Handführung. Und ich stell mich unter das rote Licht, gib mir Schutz in meiner Anführung. Wenn die da oben versagen, wenn ihr los wird, die Luft wird zu atmen. Lasst uns auf die Straßen nieder, holen uns unsere Straßen wieder. Tätowieren uns Tier, das zu uns passt. Veganische Tiger. Lassen uns auf die Straßen nieder. Ja, wir holen uns unsere Straßen wieder. Tätowieren uns Tier, das zu uns passt. Veganische Tiger. Pyrotechnik ist kein Verbrecher. Das ist meine erfolgreichste Platte mit zwei goldenen Singles, mit einer Platinplatte, meine erste Platinplatte. Und das liegt auch daran, dass eben so Songs wie Welt der Wunder drauf sind. Und dieser Hook von Welt der Wunder wird jetzt auf der ganzen Welt mittlerweile irgendwie verbreitet. Dieses so, wir leben auf einem blauen Planet so. Mhm. Und das wird auf Englisch übersetzt. Das haben irgendwelche Supermodels auf Insta gepostet und irgendwelche Stars. Das wird jetzt so ein Weltspruch. Ja. So, und du glaubst nicht an Wunder, obwohl da der, so. Und da, damit hat man ja schon viel mehr erreicht, als dass man immer nur dieses auf Hits und da und so, das ist so, ja, wenn man mal einen Hit hatte, hat man Bock, wieder einen Hit zu haben, aber ja, der muss auch cool sein, der muss auch Eier haben und ich verkaufe mich nicht für den Hit. Der Hit, wenn ich den Hit, einen Hit rausbringe, muss es auch ein geiler Song sein. Du siehst, schlagen gegen diese Felsen seit 3 Milliarden Jahren. Ob sie uns bemerken oder ob sie sich an irgendwas erinnern. Wir waren schon einmal kurz da, haben alles getan. Es hat endlich geklappt, halten etwas auf dem Arm, das so aussieht wie wir. Es wird doppelt so schön, es wird doppelt so viel, wenn ich es teile mit dir. Unendliche Weiten. Wir schicken Roboter auf Reisen, bringt uns was Schönes mit. Schreiben, lassen es in Flaschen treiben. Bestimmt gibt's eine Nachricht zurück. Wir wachen auf mit Sorgen, wachen auf mit Falten, wachen auf mit einem Lächeln im Gesicht. Jemand geht wie Hund Wasser, löschen sein Feuer. Trotzdem vergessen wir ihn nicht.
Denn wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht. Mit nem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel. Die ganze Erdkugel bebt. Wir haben überlebt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Wir sind so weit auseinander, doch fühlen uns so nah. Sprech deine Sprache nicht, versteh jedes Wort. Ich muss nur kurz an dich denken, das Telefon klingelt. Es bleibt ein mystischer Ort, Lawinen aus Metall rollen jeden Morgen durch die Stadt, an unseren Fenstern vorbei. Mama Erde trägt Klunker, schmückt sich mit Brillanten. Wir rauben sie aus und bestimmen einen Preis. Wir sind schwarz, wir sind weiß, wir sind grün. Gelb, blau, grau oder rot, wir sind Marley, Hendrix, Mozart, Biggie, Queens of the Stone Age und Depeche Mode. Wir gucken bis zum Urknall. Ich kann hören, wie dein Herz tobt, egal ob wir fallen oder aufsteigen. Du hast doch schon mal gewonnen gegen Millionen, die so waren wie du, das muss doch ausreichen. Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht. Mit nem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt. Wir haben überlebt und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht. Mit nem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt. Berlin, wir haben überlebt und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Oh mein Gott. Wir haben hier angefangen, vor 60 Leuten im Privatclub zu spielen. Dann waren wir schon mächtig stolz auf 120 im Casupaya. Wir dachten, wir wären die Allergeilsten. Dann ging's weiter im Lido, irgendwann Astra, Columbia Halle, letztes Jahr der Wahnsinn mit der Max-Schmeling-Halle. Und jetzt stehen wir hier an diesem Traum von Ort, in der wunderschönsten Location in der Wohlheide in Berlin. Unfassbarer Traum, der in Erfüllung geht mit diesem Abend. Danke an jeden Einzelnen, der uns supportet, der Masi supportet, der Bock hat auf die Mucke. Ihr seid die Allergrößten. Es ist so schön, in eurer Stadt zu leben. Danke, Berlin! Jetzt Applaus für diese Wahnsinnsmusiker. Bevor all die anderen Spanier in Berlin waren, war er der Erste, der hier war. Macht Lärm für den geilsten Menschen auf dieser Welt, Kerzimios! Der wohl beste Musiker auf dieser Welt. Ein ganz viel Liebe an eine Formation, wo er gespielt hat, größer als die Rolling Stones, damals bei Lynchy Lassie. Macht Lärm für Beat! Und der nächste, Lynchy Lassie. Ein Junge der Hauptstadt, West-Berliner mit Herz und Stolz. Macht Lärm für den besten Drummer der Welt, Roy! Und ich glaube, du fühlst dich auch ganz wohl. Unser Kölscher Bonner Junge aus dem Rheinland macht Lärm für Pete Vortec! Was soll man da noch sagen? So laut ihr könnt, wie die einzigartige Hanife! Und Horrorfall!
ganzen Hansa-Schein sehe. Wir sind stolz, dass ihr uns supportet, auch in Berlin. Alle Rostocker, wir beide sind Rostocker. Macht Lärm für DJ Nobody's Face. Für Chef Cat, Paul Rübke, Peter Fox, Olsner Mix, Tiore, Dead Rebel, dann in die Lace, Boris, René, Tom, an die ganze Crew, Tobi Regel, Mo, Pyro, für alle, die das supporten, die mit uns auf Tour sind, die knapp 50 Leute. Was soll ich sagen? Wuhlheide halt, oder? Materia! War immer der Letzte, der wach war, so, weißt du, immer so, und war immer der, ey, was seid ihr für Weicheier, so, wenn Leute weggebrochen sind, so, und das ist so, hey Mann, was man für eine Scheiße gemacht hat auch, aber das war auch genau richtig und genau geil für das Alter, so. Ich glaube, die größte Angst mit ihm war eigentlich sehr lange Zeit sein sehr exzessiver Lebenswandel. Das heißt, wenn Martin arbeitet, dann arbeitet er, und zwar nicht wie normale Menschen, sondern er macht alles mit 110% oder 120%. Und wenn er arbeitet, dann zieht er durch und arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und wenn er feiert, dann feiert er. Und da ist es so, dass, oder war es in der Vergangenheit so, dass er genauso exzessiv gefeiert hat, wie er gearbeitet und sonst gelebt hat. Und ihn lediglich seine enorme körperliche Konstitution davor gerettet hat, einfach mal zusammenzubrechen. Die Gefahr war sehr lang und latent vorhanden, dass er einfach irgendwann mal überzieht, was ja dann auch passiert ist, bei diesem legendären Fußballspiel in Rostock, wo er vorher krank war, ohne zu trainieren, 90 Minuten lang bei schlechtestem Wetter Fußball gespielt hat und dann verschwitzt, Interviews, anschließend Aftershow-Party und mit allem reden und machen. Und irgendwann hat dann der Körper gesagt, Schluss. Der Schluss war halt so heftig, dass er es auch verstanden hat und seitdem immer noch sehr intensiv lebt, aber nicht mehr so exzessiv lebt. Ich hatte auf jeden Fall Angst ab dem ersten Moment, ab dem ersten Anruf von seiner Freundin, Frau Jadu, die gesagt hat, er wurde gerade in Charité eingeliefert und sie wissen noch nicht genau, was da los ist. Es sind auf jeden Fall Nierenwerte, die es niemals so vorher gegeben hat. Und man hat ja vorher schon gemerkt, dass über die Jahre, was sich da angestaut hat an krassem, extremem Leben. Und da ist die Bombe geplatzt zu dem Zeitpunkt. Das war leider klar. Ich hatte einen schlimmen gesundheitlichen Vorfall. Ich hatte ein akutes Nierenversagen. Und zwar beide Nieren, ne? Beide Nieren. Ja. Und das war halt nach dem Fußballspiel, weil du wieder alles gegeben hast. Weil du einfach wieder deine Grenzen nicht gesehen hast und 90 Minuten wie ein Irrer durchgespielt hast. Genau. Untrainiert. Genau. Aber ich bin immer noch davon ausgegangen, seitdem ich finde, dass ich ein Superheld bin, wie jeder ordentliche Mann, dass er denkt, dass man keine Schwächen hat und dass man einfach so weiterleben kann sein Leben lang. Ich habe mich unverantwortlich in vielen Situationen verhalten. Rockstar-mäßig, wie es sich gehört auch. Das ist auch wichtig, dieses nicht verantwortungsvolle Verhalten muss ja auch mal sein. Also darüber zu reden kann man nur, wenn man es auch mal erlebt hat. Ja, so, weißt du, das ist einfach auch wichtig und einfach, hey, scheiß drauf, was ihr sagt. Ja, wir machen uns Sorgen um dich, fickt eure Sorgen. Weißt du, was ich meine? So, das ist so dann diese Haltung, die man so einfach, die man dann so in sich hat eine Zeit lang. So. Ich mache einfach gute Musik und es läuft und ich habe mich schon unter Kontrolle. Und das würde ich, wenn ich das mit den Nieren jetzt nicht gehabt hätte, immer noch so machen. Also das war, was Besseres konnte mir gar nicht passieren.
egal wie dumm das klingt. Es konnte mir nichts Besseres in meinem Leben passieren, als das passiert ist. Dieser Warnschuss hat mir, also das ist ja immer so dieses, erst wenn dir selber was passiert, und ich war ja kurz vorm Abnippeln, so. Mein Körper war hardcore vergiftet. Ich hatte diesen Wert, den man hat von der Niere. Wenn einer keine Nieren hat, ist der bei 10. Bei mir war der bei 14. Also er war praktisch, ich war komplett vergiftet. Ich dachte, ich habe Magen-Darm und alles. Bin dann sofort Notambulanz in die Charité gekommen, wo die dann gemerkt haben, okay, scheiße, der Nierenwert. Die dachten erst, es wäre ein Fehler. Da war irgendwas stimmt nicht mit diesem Messdings. Und dann habe ich 5-6 Dialysen und dann auf einmal haben sie wieder angefangen. So ein bisschen, du kannst ja nicht auf Klo gehen dann, weil das Gift sozusagen in deinem Körper, Urin, all der Scheiß, ne? So, das wird halt sozusagen, kommt nicht aus dem Körper raus. Und die Dialysemaschine holt das sozusagen aus dem Körper raus. Ich gehe jetzt nach wie vor zur Kontrolle. So, habe jetzt aber einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß. Ist mir sehr peinlich, wie ich mich sehr viele Jahre lang benommen habe, was irgendwie so den ganzen Drogenscheiß und Wahnsinn angeht und wo alles dazu gehört, wie auch Saufen und so. Ja, trink jetzt alkoholfreies Bier und bin absolut happy. Ich habe immer Bock gehabt, Musik zu machen, hatte aber eine Zeit lang so, ja, und wieder ein Album und abwarten, wie man das jetzt so, und da habe ich gemerkt, wie wichtig Mucke ist. Ich lag dann da, hab so meine Lieblingsplatten so dann einfach gehört, gerade bei der Dialyse, es geht ja immer 4,5 Stunden, dass man so angefangen hat zu heulen und so, weißt du? Wenn man irgendein Lied gehört hat, mit dem man so viel verbindet und so. Also jetzt nicht so, sondern einfach so gemerkt hat, wie wichtig eine Musik berührt. Ja. So, und wie wichtig das ist und wie viel Spaß das macht und was ein Glück ich hatte, dass ich sozusagen Musik machen kann. Aufgrund der Erkrankung und des kurzen Zeitraums zur Festivalsaison war klar für uns, dass wir erstmal alles on hold machen. Das heißt, es ist hier, glaube ich, gefühlt 3 Wochen nichts passiert, bis man so das Gefühl hatte, dass eine sehr gute Chance da ist, dass er sich erholt und dass er sich auch eventuell schneller erholt, als es andere Leute tun würden. Die ersten Ansagen der Ärzte waren, also dieses Jahr geht gar nichts mehr. Für Martin war immer klar, er wird Rostock spielen, egal wie. Er wird es schaffen und er wird es machen. Und jeder, der Martin kennt, weiß, wie wichtig ihm Rostock und sein Zuhause ist. Also er redet nicht nur darüber, sondern er kümmert sich wirklich um sehr viele Dinge da. Und es war halt ein sehr großes Risiko auf der einen Seite, weil eigentlich nicht genug geprobt werden konnte. Wir hatten zwar die technische Seite etc. im Griff und aber keiner wusste wirklich hundertprozentig, ob er schon die Power und die Kraft hat, fast 2 Stunden lang zu performen. Und er hat dann aber gesagt, ja, er kann es, er wird es machen, es wird alles gut. Ich glaube, dass es für uns schon extrem war, dieses Konzert zu erleben. Aber für ihn selbst war das war der größte Tag in seinem Leben, glaube ich. Weil er hat es geschafft und als er dann nochmal in Rostock gespielt hat und 20.000 Leute und er wirklich emotional total weggeschwommen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, sitzen so Dinge, die erlebt man nur ganz selten in seinem Leben. Also ich habe so weit im Musikbereich noch nie erlebt. Es war unglaublich. Soll ich sagen, es gab viele Momente in den letzten Wochen, die waren hart. War auf jeden Fall krass. Wir hatten dieses geile Fußballspiel. Ihr wart sicherlich alle da im Ostseestadion. Bin dann danach richtig krank geworden, nach dem Krankenhaus 3 Wochen. Es war alles so auf der Kippe. War richtig, richtig scheiße. Aber dieser Moment, ich habe halt gedacht, ey, fuck, das ist halt einfach, ich kann das nicht, es geht nicht, das ausfallen zu lassen. Wir mussten 2 Festivals ausfallen lassen. Und das war der Moment, ey, jetzt hier zu stehen und diesen Song, der jetzt kommt, zu performen. Für euch bin ich nicht Materia, für euch bin ich Martin auf jeden Fall.
Halte aus, ich bin gleich da. Bin aufgeregt wie jedes Mal. Ich komm zu dir und du bist wunderschön. Ich atme ein, die Luft ist rein. Trägst deinen Schmuck, zeigst ihn ein. Du blendest nicht, bist einfach wunderschön. Deine Feinde kennen dich genau, doch sehen in dir nur dein brennendes Haus. Lachen dich aus und sagen, du bist schlecht. Jeden Tag musst du dich beweisen. Ich verbreite deinen Namen all meinen Reisen. Und nie wieder will ich von dir weg. Du bist so ehrlich zu jedem. Du bist so herrlich dagegen. Ja, du hast mich groß und stark gemacht. Ich zieh los und such mein Glück. Doch dein Licht zieht mich zu dir zurück, mein Rostock. Dein Handschlag fest, dein Hals so dick, deine Frauen so schön, dein böser Blick, der Staub in deinen Augen macht dich blind. Nachts bist du wach, kaum geschlafen, dunkle Gestalten auf dein Straßen, bist manchmal bockig wie ein kleines Kind. Dein Meer, was mal türkis, mal blaues, mal ein graues Monster aus Algen, was mich auffrisst. Tauf einfach ab, du bist so nah bei mir. Du weinst, du lachst, meine erste heilige Nacht. Wenn ich alt und vergreist bin, keinen mehr hab, dann schlaf ich ein, mein Stein gehört zu dir. Du bist so ehrlich zu jedem. Du bist so herrlich dagegen. Ja, du hast mich groß und stark gemacht. Ich zieh los und such mein Glück. Doch dein Licht zieht mich zu dir zurück, mein Rostock. Du bist so ehrlich zu jedem, du bist so herrlich dagegen. Ja, du hast mich groß und stark gemacht. Ich zieh los und such mein Glück, doch dein Licht zieht mich zu dir zurück, mein Rostock. Wir sind eine Stadt und alle Leute nehmen sich jetzt in den Arm, egal ob ihr euch kennt oder nicht. Alle an die Hand oder alle umarmen sich. Für unsere Heimatstadt. Und jetzt möchte ich euch so laut es geht hören. Du bist so ehrlich zu jedem. Ich zieh los! Alle Hände hoch, alle zusammen! Du bist so ehrlich zu jedem. Du bist so herrlich dagegen. Ja, du hast mich groß und stark gemacht. Ich zieh los und such mein Glück, doch dein Licht zieht mich zu dir zurück. Einmal noch, so laut es geht! Du bist so ehrlich zu jedem. Ich zieh los! Meine Stadt.
Wir kommen zu den letzten 20 Sekunden. Doch in den letzten 20 Sekunden will ich die ganze Wutheide erstmal springen sehen. Wo sind eure Hände? Für die letzten 20 Sekunden. Danke, Berlin. Doch jetzt würde ich gerne mal alle springen sehen.